Dich zu unserem Workshop. Das ist heute schon der zweite Teil, der erste Teil gegenüber Open Access E-Books. Und möchte ganz kurz, also ich begrüße Sie im Namen der Aptos und der beiden Kolleginnen vom FED München, also die Aptos-Vorstandsmitglieder, Herr Warmbrunn, ich, Frau Maurer, Frau Siemersex und Herr Thebert, sowie die Kolleginnen aus München, Frau Dr. Wirz und Frau Adamczak. Wir haben sozusagen im Team gemeinsam diese Workshop-Reihe mit angestoßen. Wir freuen uns sehr, dass Herr Jan Dutoit heute noch als Referent da ist. Und die erste Veranstaltung, also viele von Ihnen waren auch schon da, die erste Veranstaltung können Sie auf der Homepage der Aptos nachschauen und nachlesen. Also auch die Präsentationen sind da eingestellt. Und genau das Gleiche wird auch mit dieser mit diesem Workshop passieren. Das heißt, alle Präsentationen, also ab jetzt sozusagen, ab dem Moment, ab dem ich angefangen habe zu sprechen, wird aufgezeichnet, und nach den Präsentationen würden wir die Aufzeichnung dann beenden. Diese können Sie dann jederzeit nachschauen, und die Diskussion wird nicht aufgezeichnet. Das heißt also, da sind wir dann ganz unter uns. Und aus diesem Grund möchten wir auch darum bitten, wenn Sie Fragen haben, Sie können die Sie jederzeit im Chat stellen. Also Frau Adamczak wird das moderieren und wird das alles entgegennehmen. Wir möchten Sie aber bitten, also zwischendurch jetzt keine Fragen zu stellen, damit die Aufzeichnung gut durchgehen kann. Mein Name ist Sophia Mann-Süßbrich. Ich bin Fachreferentin für Slawistik an der Universitätsbibliothek Leipzig, und ich führe Sie jetzt durch die Veranstaltung. Ganz kurz noch ein paar organisatorische Hinweise. Wenn Sie Fragen haben, können Sie die, wie gesagt, gerne im Chat stellen. Und während der Präsentation, sehe schon, Sie haben alle schon Ihr Mikro stumm geschalten, sodass wir uns gut hören können. Genau, diese Reihe, die wie Workshop-Reihe ist, sozusagen ganz grob ein bisschen alternierend. Das heißt also, wir haben es so uns überlegt, dass es ganz gut wäre, wenn wir mit einer Veranstaltung eher sozusagen Bibliotheksmitarbeitende ansprechen. Das war bei der letzten Veranstaltung mit der Erwerbung von Open Access E-Books. Und heute ist es sozusagen ein Thema, das eigentlich alle Nutzenden was angeht. Dass das auch gutes Echo gefunden hat, merken wir an der Anmeldung. Wir haben also 43 Anmeldungen heute gehabt. Fast alle von Ihnen sind gekommen. Vielen Dank erstmal dafür. Und wir haben uns eben halt diesem Thema Zeitungsrecherche digital gewidmet. Das bedeutet einerseits, Zeitungen zu finden und andererseits in Zeitungen zu finden. Und wir haben uns die Frage gestellt, wo und wie ist das für die Recherchen zu Ost-, Mittel- und Südosteuropa am besten zu bewerkstelligen? Welche Archive sind für welche Zwecke zu finden? Wie sind sie aufbereitet und wo kann man sie gut recherchieren? Wie sind sie zugänglich, also Open Access oder lizenzpflichtig? Und wenn eine Lizenz, dann in welcher Form? Diese ganzen Punkte zeigen schon, dass das ein sehr großes Thema ist. Das kenne ich auch aus meiner beruflichen Praxis, dass es also sehr komplex ist mit den Zeitungen. Und ich dachte mir, ich stelle dieses Thema unter das Motto, Licht ins Dunkel zu bringen. Und dann fiel mir aber ein, dass viele von Ihnen sicher da nicht mehr und schon lange nicht mehr im Dunkeln tappen, sondern sich in einem mehr oder weniger sozusagen Helligkeitszustand befinden, der sicher manchmal heller ist als mein eigener. Das heißt also, wir wollen mit Ihnen darüber diskutieren, und wir wollen uns in den Input-Referaten auf verschiedene Weise diesem Thema nähern. Das heißt also, auf keinen Fall Anspruch auf jetzt irgendeine Vollständigkeit, dazu ist das Thema viel zu riesig, sondern es geht eher darum, in den Input-Referaten Sie ein bisschen einzustimmen in das Thema, Sie ein bisschen vielleicht auch auf Probleme oder dadurch, dass Sie dann auf alle Fälle noch Probleme bei sich entdecken oder Themen, über die Sie schon gern mal mit Kollegen gesprochen hätten. Haben wir uns das eben halt so überlegt und sind ganz froh, dass Herr Warmbrunn, Frau Wirz und Herr Dutoit
bereit waren, da einfach in kurzen Präsentationen das Thema so ein bisschen einzuschmelzen, dass es handhabbar wird. Sie gut. Strukturiert ist es folgendermaßen. Den ersten Teil, größeren Teil, werden Frau Würz und Herr Dutoit bestreiten. Frau Würz gibt erstmal eine Einführung in das Thema allgemein, insbesondere zum Nachweis von Zeitungen. Danach stellt Herr Dutoit digitalisierte historische Zeitungen im Open Access vor. Wir haben ihn gebeten, sich dabei auf wenige Sammlungen zu beschränken und die vielleicht ein bisschen besser auszuführen. Die Präsentation enthält, wie Sie sehen, aber noch sehr viele andere Sammlungen und Hinweise. Das können Sie dann alles nochmal für sich selber ausprobieren. Und ich bin sicher, wenn ich sagen kann, dass alle Referentinnen heute auch gerne noch sonst zur Verfügung stehen. Also über die E-Mail sind sicher noch andere Fragen zu klären, wenn heute die Zeit dazu nicht ist. Und dann stellt Frau Wirz nochmal historische und aktuelle Zeitungen im kommerziellen Angebot vor. Da wird, also in allen diesen beiden Referaten wird Ihnen sicher vieles auch schon vertraut vorkommen. Den Dr. Warnbrunn moderiere ich dann nochmal extra an. Das heißt also, dann hören Sie mich nochmal wieder. Und jetzt würde ich einfach Frau Würz bitten zu beginnen und ich freue mich auf die Veranstaltung. Danke. Ja, vielen Dank, Frau Manz-Wiesbrich, für die Einführung. Ich freue mich auch und darf direkt beginnen. Zeitungen sind ja gerade in den letzten Jahren zu einer wichtigen Quelle geworden, gerade wo man sich auch mehr und mehr mit Alltagsgeschichte beschäftigt. Zeitungen können aber natürlich für vieles andere auch Quelle sein, auch für Sprach- oder Literaturwissenschaft, und so weiter und so fort. Ich denke, wenn es um Zeitungsrecherche geht, ist es sehr wichtig, sich erstmal klarzumachen, in welcher Form Zeitungen in Bibliotheken überhaupt vorhanden sind. Das ist einerseits in Papier, einzelne Nummern oder gebundene Jahrgänge, andererseits mikroverfilmte Zeitungen. Das ist oft so, dass seltene Bestände als Sammlungen mikroverfilmt in Bibliotheken sind, aber wir haben auch viele Schutzverfilmungen, weil Zeitungen ja ein sehr schwieriges Material sind, ist es auch schwierig, die aufzubewahren und viele Bibliotheken haben Printzeitungen auch entsorgt und durch mikroverfilmte Schutzverfilmungen ersetzt. Und dann gibt es natürlich mehr und mehr digitale Zeitungen. Da gibt es digitalisierte, also wo die als Sekundärform, wo die Primärform Print ist. Dann gibt es Hybride, die im Print und digital erscheinen und natürlich auch primär digitale. Gerade bei den Hybriden muss man aber aufpassen, weil die digitalen Versionen oft den Printversionen nicht wirklich entsprechen. Sei es im Layout, sei es aber auch in solchen Dingen wie Lokalausgaben, die dann unter Umständen in der digitalen Version gar nicht da sind. Also da muss man sehr aufpassen. Die digitalen Zeitungen gibt es kostenpflichtig und kostenfrei. Und sowohl die digitalen als auch die mikroverfilmten gibt es einzeln. Und auch in Zeitungssammlungen. Dieser zweite Punkt, Zeitungssammlungen, ist wichtig, wenn es um Nachweis und Suchmöglichkeiten geht. Dann gibt es Zeitungen auch in Form von Zeitungsausschnittssammlungen. Da wird Herr Warnbrunn später auch noch ein bisschen was sagen. Und auch in Form von Ausschnitten aus Zeitungen gemischt mit anderen Nachrichtenmedien. Wo also kann man Zeitungen finden? Die erste Anlaufstelle ist für Zeitungen wie für alles andere der jeweilige OPAG Ihrer Bibliothek. Da sind sie aber nicht immer leicht zu finden. Deshalb möchte ich nur zwei Suchtipps loswerden. Es ist gut, wenn Sie den exakten Titel wählen, statt einfach nur einem Titel Stichwort. Und wenn Sie auch die Medienart angeben, wenn Ihr OPAG das erlaubt. Ich sage Ihnen das mal am Beispiel der Pravda. Wenn Sie das Titelstichwort Pravda bei uns im Bibliothekskatalog eingeben, erhalten Sie 1569 Treffer. Das ist natürlich schwer, da die Zeitung rauszufischen. Wenn Sie exakter Titel eingeben, erhalten Sie noch immer 502 Treffer. Da findet man die Zeitung auch nicht, ja? Oder nur schwer, sehr zeitaufwendig. Wenn Sie aber die Medienart eingrenzen auf Zeitung, dann bekommen Sie nur 6 Treffer und da ist es dann recht einfach, den herauszufinden, der für Sie wichtig ist. Was wichtig ist noch, sich klarzumachen, dass
Bibliotheks-OPAX nicht unbedingt alle Zeitungen enthalten, die ihre Bibliothek hat, nämlich Zeitungen in Sammlungen, sei es mikroverfilmt, sei es digital, sind nicht immer einzeln aufgenommen im OPAC. Und dann gibt es auch Zeitungen, die in Aggregatoren angeboten drin sind. Da komme ich später noch auf ein Beispiel. Auch die sind in der Regel nicht einzeln aufgenommen. Und dann gibt es natürlich die ganzen Zeitungen, die im Open Access zugänglich sind. Die sind zum Teil drin im Bibliotheks-OPAC, aber sie können sich nicht unbedingt darauf verlassen. Als weiteres Nachweisinstrument für Zeitungen ist ganz wichtig die sogenannte Zeitschriften-Datenbank. Das ist eine Datenbank, die in den deutschsprachigen Ländern gepflegt wird, wo also über 4000 Bibliotheken teilnehmen. Also auch im internationalen Vergleich gibt es eigentlich nichts Vergleichbares. Also ein sehr umfangreiches Nachweisinstrument für Periodika, das heißt nicht nur für Zeitschriften, sondern auch für Zeitungen. Wenn Sie hier eine Suche machen mit Pravda, kommen Sie auf 151 Treffer und Sie sehen hier an den Icons, da haben Sie also sowohl die digitale Version der Pravda nachgewiesen, als auch die Druckversion. Also die Zeitschriftendatenbank enthält beides. Sie finden in der Zeitschriftendatenbank so dann Erklärungen, welche Bibliotheken die jeweiligen Periodika besitzen. Hier habe ich das am Beispiel der Komsomolskaja Pravda. Da sehen Sie, welche Bibliotheken die hat. Und wenn Sie auf Bestand klicken, sehen Sie auch genaueres zu den einzelnen Bänden. Es gibt auch Links zu Lieferdiensten und in der Regel würden Sie sowas über Fernleihe bestellen. Das ist leider zurzeit etwas schwierig aus gesetzlichen Gründen. Darüber wird Herr Warmbrunn später noch sprechen. Wichtig vielleicht noch, dass die lokalen Kataloge, also die OPACs, sich aus der ZDB speisen. Das heißt, Bibliotheken katalogisieren ihre Zeitschriften in der ZDB, also in der Zeitschriftendatenbank, und von da kommen die Daten in die OPACs. Das heißt, Sie können davon ausgehen, dass was Ihre Bibliothek im OPAC hat, ist auch in der Zeitschriftendatenbank und umgekehrt. Wichtig ist, elektronische Zeitungen sind nicht in der elektronischen Zeitschriftenbibliothek. Ja, da sind wirklich nur Zeitschriften drin. Es gibt zwar Ausnahmen, wie ich festgestellt habe, das sind aber eher Fehler. Also die elektronische Zeitschriftenbibliothek enthält keine Zeitungen. Dann ist es so, dass natürlich größere Zeitungsarchive in der Regel von der Form her auch Datenbanken sind. Das heißt, Sie finden Zeitungsarchive auch in dem sogenannten Datenbank-Infosystem. Da finden Sie, wie Sie hier rechts sehen, am Beispiel Pravda Digital Archive, auch noch Infos zur Zugänglichkeit in den Bibliotheken und natürlich mehr Infos zum Inhalt, als Sie das im Bibliothekskatalog oder in der Zeitschriftendatenbank finden. Ich hatte gesagt, die OPACs speisen sich aus der ZDB. Die OPACs weisen aber wiederum oft hin auf DBIS. Also wenn Sie was im OPAC finden, geht der Link oft auf DBIS und dann finden Sie da diese Informationen. Wofür ist die Zeitschriftendatenbank noch gut? Das möchte ich eben erwähnen. Sie ist natürlich nicht nur ein sehr viel umfangreicheres Instrument als Ihre OPACs, weil sie eben den Bestand von an die 4000 Bibliotheken enthält, sondern sie ermöglicht auch andere Fragestellungen. Zum Beispiel eine Fragestellung, die an der Info oder auch in der Wissenschaft vorkommen kann. Welche Zeitungen gibt es zu welchen Ländern in einem bestimmten Zeitraum? Solche Fragestellungen können Sie hier lösen, indem Sie das Erscheinungsland eingeben, Zeitungen anhakeln und das Erscheinungsjahr eingrenzen. Ich habe hier jetzt mal das Beispiel gewählt, Russland 1917 bis 1921. Da bekommen Sie 863 Treffer, also 863 Zeitungen, die in der ZDB nachgewiesen sind. Das sind nicht unbedingt immer unterschiedliche Zeitungen, weil jeder Namenswechsel einer Zeitung hier mit einzelner Aufnahme drin ist. Das heißt, sagen wir, das habe ich jetzt natürlich nicht nachgeprüft, vielleicht sind es alles in allem nur 600 Zeitungen aus wissenschaftlicher Sicht. Die Pravda allein hat ja x-mal ihre Namen geändert.
Gut, die Zeitschriftendatenbank ist aber natürlich wiederum nicht vollständig. Ja? Also es werden in Russland mehr Zeitungen erschienen sein, als diese 4000 deutschen Bibliotheken nachweisen. Wenn Sie das vollständig wissen wollen, müssen Sie natürlich in die jeweiligen Nationalbibliografien gehen, beziehungsweise in die Nationalbibliotheken. Es gibt natürlich die Nationalbibliografien gerade in dieser Zeit, von der ich eben sprach, in der Regel im Print. Aber es gibt manchmal auch elektronische Nachweisinstrumente, hier zum Beispiel das von Istio. Da werden nicht nur Zeitungen nachgewiesen, sondern sogar Zeitungsartikel. Allerdings erst seit 2011. Also das ist eine Datenbank, bibliografische Datenbank von Istio. Ich habe Ihnen hier noch ein Beispiel rausgesucht von der Tschechischen Nationalbibliothek, die auch eine Bibliografie der tschechischen Zeitungen führt. Dann noch zu erwähnen als Nachweisinstrument auf jeden Fall die Library of Congress. Die Library of Congress hat eine derart umfangreiche Zeitungssammlung. Ich würde mal annehmen, das ist die umfangreichste der Welt mit sehr, sehr vielen Zeitungen auch aus dem östlichen Europa. Das heißt, wenn Sie was in der ZDB nicht finden und nicht sicher sind, ob das existiert und das in den Nationalbibliotheken auch nicht finden, können Sie auch in der Library of Congress mal eine Suche machen. Wäre sehr zu empfehlen. Damit bin ich am Ende meiner Einführung und übergebe an Herrn Dutoit. Ja, auch von meiner Seite ganz herzlich willkommen. Ich hoffe, Sie sehen jetzt den Bildschirm. Sehen Sie alle die Präsentation? Okay. Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite und vielen Dank, dass ich hier einen Beitrag leisten darf. In den nächsten 10 bis 15 Minuten geht es vor allem um Open Access zugängliche Zeitungen aus Osteuropa. Ich werde zunächst auf die Bestände oder die Plattformen in Osteuropa selbst eingehen und dann noch auf einige Bestände außerhalb von Osteuropa, also in Deutschland und im englischsprachigen Raum. Und anschließend werde ich dann noch ein anderes Thema anschneiden, nämlich die kommerziellen Plattformen, die einen Zugang zur heutigen Presse bieten, namentlich den Pressreader und Factiva. Aber das nur ganz kurz. Ein paar einleitende Bemerkungen. Wenn man sich mit digitalisierten Zeitungen beschäftigt, fällt auf, welche große Unterschiede es gibt in Bezug auf Qualität der Digitalisate, Suchmöglichkeiten und auch Speicherung. Das hängt unter anderem damit zusammen, auch dass sich die Technologie in den letzten 20 Jahren, seitdem man Zeitungen digitalisiert, sich sehr stark entwickelt hat. Ich habe versucht, das zu illustrieren, hier mit dem böhmischen Bierbauer und der Vecernaya Moskva. Es sind wirklich ist immer wieder erstaunlich, wie schlechte Digitalisate man auch findet auf Plattformen. Der zweite Punkt ist, Bestände sind sehr verstreut an verschiedenen Orten zu finden. Es gibt in der Schweiz und auch in Deutschland Bestrebungen, wirklich eine Plattform aufzubauen, aber man muss davon ausgehen, dass man in den nächsten Jahren noch immer an ganz verschiedenen Orten suchen muss. Ein erster möglicher Einstieg ist, und das tut mir natürlich weh, wenn ich das sagen muss, als Bibliothekar, ist die Wikipedia. Es gibt dort eine Liste von Zeitungsarchiven, die auch sehr ausführlich ist in Bezug auf Osteuropa, aber bei weitem nicht vollständig. Ein wichtiger Punkt, der auch auffällt, sind die großen Lücken in den Beständen, namentlich dies auch wegen aus juristischen Gründen, die großen Lücken in Bezug auf die Zeit nach 1950. Ich werde jetzt also einige Zeitungsplattformen vorstellen. Ich beginne mit Russland, mit einer Zeitungskollektion der Gasudarstvenaya Publichnaya Historicheskaya Bibliotheka Rassi. Die enthält etwa 200 Zeitungen
aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts ein großer Anteil an Emigrantenzeitungen und einzelne wichtige Titel, dann auch noch aus Russland, eben wie die Virtschanaja Moskwa, Migrantenzeitungen aus Deutschland, USA, Bulgarien, der Schweiz und Serbien. Sie werden sehen, dass Migrantenzeitungen sowieso eine beliebte Zeitungen sind auf solchen Plattformen. Es gibt eben auch einige Nachteile dieser Plattform, es ist eine ältere Plattform. Eben einer ist schon erwähnt, nämlich die mangelnde Qualität teilweise. Und es gibt auch deshalb eigentlich kaum, es gibt keine Suchmöglichkeiten. Aber die Plattform ist eigentlich relativ benutzerfreundlich. Sie sehen das auch in den Screenshots. Das ist eigentlich alles sehr übersichtlich und gut gemacht. Weil wir dann bei den kommerziellen Anbietern noch ausführlich auf russische Zeitungen eingehen werden, möchte ich hier in Bezug auf Russland nur auf eine Internetseite noch verweisen, zu Zeitungen. Die Internetseite stammt von der Russischen Nationalbibliothek und bietet zahlreiche wichtige Hinweise. Und ich gehe gleich weiter zu einem Portal, das ich sehr gut finde. Das ist Libraria. Das ist das Portal für die ukrainischen Periodika. Es ist es hat eben vorwiegend Zeitungen, das heißt eigentlich Portal für die Periodika, aber es hat eigentlich fast nur Zeitungen, etwa 600 Titel. Der Zeitraum ist 19. Jahrhundert bis circa Mitte des 20. Jahrhunderts. Und was sehr nützlich ist, dass, die Zeitungen sind in Kategorien geordnet. Sie sehen das vielleicht beim linken Screenshot, hat es diese Collections. Zum Beispiel Zwischenkriegszeit, also Interwar Jewish Press of Galicia, Volhynia and Bukovina, Propagandapresse in der Ukraine während dem Zweiten Weltkrieg oder sowjetische Zeitungen der 1920er Jahre. Dieser zeitliche Schwerpunkt, den finden Sie auch bei sehr vielen Plattformen, weil es auch natürlich ein Höhepunkt der Zeitungen war, diese erste Hälfte, ein goldenes Zeitalter der Zeitungen, diese erste Hälfte des 20. Jahrhunderts. Das Portal ist wirklich sehr benutzerfreundlich und überzeugt durch gute Suchfunktionen. Sie sehen rechts auch bei diesem Screenshot, dass, wenn man einen Artikel auswählt, der gleich links auch noch angezeigt wird. Die OCR-Erkennung ist natürlich nicht immer perfekt, aber bei meinen Recherchen war sie relativ gut. Anscheinend ist das Portal nicht vollständig Open Access zugänglich. Ich muss aber sagen, dass ich nicht herausgefunden habe, welche Bereiche dann nicht vollständig Open Access zugänglich sind. Das ist anscheinend auch eine private Initiative, die das Portal hervorgebracht hat. Dann kommen wir zur nächsten Folie. Hier in Bezug auf Polen, Tschechische Republik und Slowakei werde ich nicht groß auf einzelne Portale eingehen. In Polen gibt es zahlreiche digitale Bibliotheken, die auch Kollektionen anbieten zu Periodika. Hier ist es nicht ganz einfach, jeweils die Trennung zwischen Periodika und zwischen Zeitschriften und Zeitungen in diesen digitalen Bibliotheken vorzunehmen. Das sorgt manchmal für Schwierigkeiten bei der Auffindbarkeit der Zeitungen. Es gibt auch eine Metasuche, auf die ich auch hier hingewiesen habe. Und es gibt eine Seite von der Illinois Library, die einen kleinen Führer durch die digitalisierten Zeitschriften Polens auch sehr empfehlenswert. In Bezug auf die Tschechische Republik und Slowakei möchte ich eigentlich nicht viel sagen. Das Problem ist dort, dass viele Bestände nicht Open Access zugänglich sind bei diesen digitalen Bibliotheken, weil meines Wissens braucht man dort auch ein Bibliothekskonto, um auf alle Bestände zugreifen zu können.
kommen wir zu den ungarischen Beständen. Zuerst zur bibliografischen Datenbank für ungarische Zeitschriften und Zeitungen, Elektronikus Periodica Archivum Es Adatbasis. Das ist eigentlich eine bibliografische Datenbank, aber enthält auch selbst Digitalisate und verlinkt, hat auch sehr viele Links zu anderen Plattformen mit Digitalisaten. Wie Sie auf einem Screenshot sehen, lässt sich hier sehr einfach eingrenzen nach, oder die Suche eingrenzen nach Zeitungen, und auch mit dem Zugang archivalt kann man eingrenzen, ob man nur die Zeitungen angezeigt werden haben will, die wirklich archiviert sind auf der Plattform. Die Plattform sieht ein bisschen altmodisch aus, vielleicht ist es auch die Farbe, aber es ist sehr benutzerfreundlich und sehr einfach zu bedienen. So ein bisschen, um das Bild der ungarischen Zeitungen abzurunden, habe ich noch zwei weitere Verweise hereingenommen zu Hungaricana. Diese Plattform bietet, das ist eine Plattform für das kulturelle Erbe Ungarns und es bietet zwei Sammlungen an, einerseits zu Budapester Quartierzeitungen und andererseits zu ungarischen Lokalzeitungen. Und dann noch zu Arcanum, das ist eine kostenpflichtige Plattform, aber da wollte ich auch noch kurz darauf hinweisen, weil sie einfach sehr wichtige Zeitungen enthält, die auch in den letzten Jahren in den deutschsprachigen Presse erwähnt wurden, nämlich weil sie eingestellt werden mussten aus politischen Gründen, zum Beispiel Nebsabacak, wohl die bekannteste. Genau. Kommen wir nun zu Südosteuropa. Die mit Abstand wichtigste Plattform in Serbien ist die Digitalna Narodna Biblioteka Srbije. Sie enthält einerseits Digitalisate von einigen größeren serbischen Zeitungen wie Politika, Vreme, Pravda und dann noch viele kleinere Zeitungen. Es ist ein älteres Portal, es ist Mitte, glaube ich, ungefähr 2005 online gegangen und es ist aber noch sehr, also ich finde es sehr benutzerfreundlich, es hat zwar nur eine Suchfunktion auf Ausgabenebene, aber es ist sehr intuitiv und klar gestaltet und es ist auch relativ schnell, was sehr überrascht, weil wenn man die Seite der Narodna Biblioteka Srbije kennt, dann erwartet man das nicht unbedingt. Man hat aber auch das Gefühl, dass es nicht so eine Entwicklung in diesem Portal hat. 2006 hieß es schon, dass die Bestände zur Pravda der Nachkriegszeit, also nach 41 bis oder 44 bis 2000 schon digitalisiert seien und dann bald auf die Plattform gestellt werden. Das ist bis heute nicht geschehen. Man könnte sagen, im Gegenteil, letztes Jahr fehlten die Ausgaben, die Sie hier sehen, also 1904 bis 1941. Anscheinend wegen juristischen Streitigkeiten wurden diese vom Portal genommen, einige Monate, sind jetzt aber wieder drauf. Genau. Neben diesen großen Zeitungen hat es eben auch Emigrantenzeitungen, zum Beispiel aus Österreich oder der Schweiz. Es hat auch einige Zeitungen aus Bosnien drauf. Genau. Und einige Satirezeitungen, weil es so schön ist, habe ich die eine auch noch reingenommen als Screenshot, die Javo. Diese Plattform ist relativ schnell, das lässt sich von der nächsten leider nicht sagen, obwohl es eine ganz tolle Plattform ist. Stare Hrvatske Novine sind mehrere hundert Zeitungen, sind 2010, 2012 entstanden und bietet eigentlich auch eine tolle Suchfunktion,
Aber sie ist das Portal ist so langsam teilweise und man kommt einfach gar nicht mehr, man kommt teilweise auch nicht weiter. Und das erschwert einfach die Übersicht über darüber, welche Titel überhaupt vorhanden sind. Genau, es hat neben vielen kleineren Zeitungen, wo auch nur ganz kleine Bestände ein, zwei Jahre digitalisiert wurden, hat es auch größere Zeitungen, zum Beispiel Naša Sloga, die erste kroatische Zeitung in Istrien oder Narodne Novine, die von Ludovic Gay herausgegebene Zeitung. Auf die Zeitungen, die aus Istrien und Slowenien, werde ich jetzt nicht ausführlich eingehen, sondern komme jetzt mal zu den deutschsprachigen Portalen. Sicher eines der wichtigsten ist das Portal der Bibliothek des Digitalen Forums Mittel- und Osteuropa. Wir haben einen sehr großen Bestand an vorwiegend deutschsprachigen Zeitungen aus Ost-Mitteleuropa und dem Baltikum. Wie Sie hier beim Screenshot auch sehen, kann man die Zeitungen sehr gut eingrenzen. Und was auch sehr erfreulich ist, ist, dass es Zeitungen sind, deren Bestand wirklich über mehrere Jahrzehnte digitalisiert wurde. Also es sind nicht nur ganz viele kleinere Zeitungen, die ein, zwei Jahre abdecken, sondern wirklich sind sehr große Bestände. Ich glaube, ich bin mit der Zeit schon wahrscheinlich schon so weit, dass ich nicht mehr wahnsinnig groß auf die weiteren deutschsprachigen Portale eingehen kann. Und genau, Anno und Cephis und auch Erara, beziehungsweise dort gibt es eine Sammlung Russisches Schrifttum im Exil. Man könnte natürlich hier noch viele andere erwähnen, man könnte auch DigiPress erwähnen, die Plattform der Staatsbibliothek, der Bayerischen Staatsbibliothek, die sicherlich auch interessante Bestände hat, je nach Forschungsthema. Aber ich werde jetzt mal weitergehen zu sonstigen Portalen mit Osteuropa-Bezug. Auch hier möchte ich nicht groß darauf eingehen. Es zeigt einfach auch nur, wie vielfältig diese Portale sind, auch in ihrer politischen Ausrichtung, wenn man die oberen zwei vergleicht. Und dass es eigentlich auf ganz vielen Plattformen, in Nationalbibliotheken interessante Bestände zu Osteuropa hätte. Man hätte hier zum Beispiel auch noch die finnische Nationalbibliothek erwähnen können, die auch einige russische Zeitungen aus Finnland digitalisiert hat. Genau, und vielleicht kommen ja noch einige Portale zur Sprache bei der Diskussion. Die letzte Folie widmet sich dann dem digitalen Zugang zu osteuropäischen Zeitungen ab dem Jahr 2000. Ich habe hier einerseits den Pressreader genommen, der Zugang zu über 6000 internationalen Zeitungen und Magazinen bietet. Und von vielen Bibliotheken angeboten wird. Darunter finden sich auch sehr viele aus Osteuropa, insbesondere aus Russland und der Ukraine, über 100 Titel. Wenn man genau hinschaut, sind es einige wenige, die wirklich interessant sind. Ich habe hier einige herausgenommen. Es gibt aber auch wichtige Titel aus Bosnien, Serbien, Polen und der Tschechischen Republik. Und je nach Bibliothek ist das Archiv auch unterschiedlich. Und eben Sie sehen ich habe den Screenshot von der Auswahl der polnischen Zeitungen und Zeitschriften genommen. Das ist sehr farbig, das heißt aber auch, es hat sehr viele Sachen drin, die eher zur Unterhaltung, der Unterhaltung dienen. Faktiva ist ein anderes Portal, das ist ein Medienpool von ca. 35.000 Nachrichtenquellen aus 200 Ländern. Es gibt auch einzelne Quellen aus Osteuropa drin. Man muss aber hier genau schauen, welche Zeitungen und Zeitschriften wirklich durchsucht werden. Meistens
Es gibt einige Zeitungen, die dann die letzten 15, 20 Jahre durchsucht werden, wirklich das ganze Archiv. Es gibt aber auch Zeitungen und Zeitschriften, die nur auszugsweise durchsucht werden. Genau, das wäre mein Beitrag gewesen. Und dann gebe ich wieder weiter das Wort an Frau Dr. Wirz. Ja, schön. Ich hoffe, Sie können mich hören. Ich möchte ganz kurz noch drei Angebote anschließen, kommerzielle Angebote. Die sind vor allem im Bereich Russland interessant. Und zwar als erstes, Moment, da tut sich, sind das die Zeitungen, die die Firma Eastview digitalisiert hat. Von den Angeboten in Pressreader unterscheidet sich das als kommerzielles Angebot dadurch, dass hier jeweils die kompletten Zeitungsarchive digitalisiert wurden und nicht nur neuere Jahrgänge zugänglich sind. In Deutschland stehen diese Zeitungsarchive, die Sie hier auf dem Bildschirm sehen, über den FID Ost, teils auch gemeinsam mit einer Lizenz mit dem FID Slavistik als Nationallizenz zur Verfügung. Sie können hier diese Zeitungen, also Pravda, Izvestia, auch spezielleres wie Gudok, Kafkas und so weiter, einzeln durchsuchen auf der Eastview-Plattform oder eben alle, die wir als Lizenz abgeschlossen haben, also wie gesagt für ganz Deutschland, das heißt, das ist aus ganz Deutschland so zugänglich. Die kommerziellen Angebote unterscheiden sich ja häufig von denen im Open Access, nicht immer, aber häufig dadurch, dass die Suchmöglichkeiten wirklich auch besser sind. Hier möchte ich darauf hinweisen, Sie haben eine virtuelle Tastatur. Sie müssen natürlich Zeitungen prinzipiell in der Schrift durchsuchen, in der sie geschrieben sind. Ja, das ist auch bei den Angeboten, die Herr Dutoit vorgestellt hat, wichtig, ja, dass Sie gucken, in welcher Schrift Sie suchen. Müssen Sie mit diakritischen Zeichen suchen oder ohne? Wenn Sie suchen können, hier bei den Eastview-Angebot ist es so, dass Sie entweder kyrillisch eingeben, müssen natürlich dran denken an verschiedene Schreibweisen, gerade wenn Sie westliche Namen suchen. Ich habe mir mal den Spaß gemacht und geguckt, wann Joe Biden zum ersten Mal erwähnt wird. Da müssen Sie sich natürlich erstmal überlegen, wie man Joe Biden überhaupt russisch oder kyrillisch schreibt. Also bitte an sowas denken. Es gibt hier eine automatische Transliterationsfunktion. Das sehen Sie oben links. Sie müssen da aber darauf achten, hier wird mit amerikanischer Transliteration gearbeitet. Also geben Sie bitte nicht die bei uns übliche ein, da kriegen Sie dann keine Treffer. Im Zweifelsfall immer die Hilfetexte angucken. Dann ist ein sehr interessantes Angebot Integrum. Integrum ist keine Datenbank, sondern ein Aggregator. Das ist ganz, ganz wichtig deswegen, weil das bedeutet, dass Integrum diese ganzen Zeitungen, die da drin sind, auch nicht selbst gespeichert hat, sondern die quasi on the fly durchsuchbar macht, was wiederum bedeutet, da die nicht wirklich irgendwo stabil vorhanden sind, sind diese ganzen Zeitungen auch nicht einzeln katalogisiert in Bibliothekskatalogen. Das heißt, Sie finden die nicht in den OPACs und auch nicht in der Zeitschriftendatenbank, nur in Ausnahmen. Hinzu kommt, dass das auch etwas instabil ist. Integrum selbst weiß nie, wann sozusagen eine Zeitung ausschert und sagt, ich mache jetzt nicht mehr mit, wie lange die Archive zurückgehen und so weiter. Das heißt, diese Zeitungen, und das sind weit mehr als 1000 russische Zeitungen aus den Regionen und aus den großen Städten und auch Nachrichtenagenturen, finden Sie nur in dieser Datenbank selbst und nicht in den gängigen bibliothekarischen Nachweisinstrumenten. Ich habe es schon angedeutet, die Archive gehen unterschiedlich weit zurück. Also hier haben Sie ein Beispiel Avtopilot. Da sehen Sie, das ist von 1994 bis 2020 da in Integrum durchsuchbar. Es gibt sehr gute Suchmöglichkeiten in Integrum. Das ist bisweilen so kompliziert, dass es sozusagen ein eigenes Thema wäre. Ich möchte auch sagen, wenn jemand von Ihnen das für seine wissenschaftliche Arbeit braucht, bitte wenden Sie sich an uns. Wir könnten durchaus auch mal ein eigenes Webinar zu Integrum machen. Man kann hier also diese ganzen Zeitungen, die drin sind,
gemeinsam durchsuchen. Man kann sie aber auch natürlich auch einfach nur lesen, ja, einzeln als HTML oder teils auch als PDFs. Integrum bietet auch eine Übersetzungsfunktion. Das ist für Leute, die nicht Russisch können, unter Umständen ganz praktisch, weil sie sich, die Qualität ist natürlich nicht toll, aber sie können sich einen Artikel erstmal übersetzen lassen und gucken, ob der für sie wirklich so interessant ist, dass sie vielleicht jemanden bitten, ihn für sie zu übersetzen. Dann möchte ich Ihnen als letztes eine ganz neu vom Fachinformationsdienst Asien abgeschlossene Nationallizenz vorstellen. Also das heißt auch wieder in ganz Deutschland für alle zugänglich. Das ist das Foreign Broadcast Information Service. Da haben sie Rundfunksendungen, aber eben auch Nachrichtenmedien ausgewertet ab 1941 bis Ende des 20. Jahrhunderts. Da gibt es eine Sammlung zum östlichen Europa und eine Sammlung zur Sowjetunion und auch eine zu Zentralasien. Also das ist jetzt ein Beispiel für das, was ich eingangs erwähnt habe, quasi eine Zeitungsausschnittssammlung, die gemeinsam mit anderen Medien präsentiert wird. Das ist natürlich eine tolle Quelle, wenn Sie gucken wollen, wie in den Medien weltweit, in Zeitungen weltweit bestimmte Ereignisse dargestellt wurden. Und bietet quasi einen Übergang zu dem, was dann nicht mehr zu Zeitungen gehört, nämlich Archivmaterialien, die ja auch oft zur Verfügung stehen, gerade aus amerikanischen Archiven und so weiter, wo Sie solche Fragestellungen auch lösen können. Damit wäre ich zu Ende und übergebe an Herrn Warmbrunn. Hallo, vorher würde ich noch kurz den Herrn Warmbrunn vorstellen. Ja. Hallo Jürgen. Herzlich willkommen als Dritter im Bunde. Natürlich haben wir uns überlegt, dass es ja ganz toll wäre, wenn wir mal so ein Anwendungsbeispiel, ein Anwendungsfall, also im Prinzip, wie würde denn so ein Zeitungsarchiv aussehen, wenn es richtig gut erschlossen wäre? Und wer bietet sich da besser an als die einzigartigen Pressesammlungen des Herder-Instituts in Marburg? Das ist ein Beispiel, wie mit viel Arbeit und Aufwand ein Produkt geschaffen werden kann, das keine Wünsche mehr offen lässt. Wenn, ja, wenn. Sie ahnen es vielleicht schon im Titel Urheber- und Verwertungsrecht als Problem der Bereitstellung. Wie kommen die Inhalte von Herrn Dr. Warmbrunns großartigen Sammlung an die Nutzenden? Das soll sozusagen jetzt einfach auch, mehr möchte ich nicht verraten, sondern ihm jetzt das Wort übergeben. Und danke erstmal schon auch Frau Würz und Herrn Dutoit für die tollen Überblicke und Vorstellungen. Und jetzt, alles Gute hier und jetzt. Vielen Dank, Sophia, für die freundliche Einleitung. Und man kann vielleicht sagen, dass unsere Arbeitsteilung bei diesem Workshop eine zweigeteilte ist. Frau Würz und Herr Dutoit haben deutlich gemacht, was es alles Wunderbares gibt und was das alles, auf was für wunderbare Angebote Sie zurückgreifen können bei der Zeitungsrecherche digital. Meine Aufgabe ist jetzt ein bisschen zu zeigen, was alles nicht geht. Insofern habe ich auch eine Art Nebentitel für meinen Beitrag geschaffen, was ginge, wenn es ginge. Und eingehen möchte ich dabei tatsächlich auf die Herausforderungen für konventionelle Zeitungsarchive beim Übergang in die digitale Welt und bei der konventionellen Dokumentenlieferung. Hintergrund ist, und Sophia Mantz-Süßbrich hat es gesagt, das Herder-Institut hier in Marburg verfügt über eine sehr gute, auch wenn ich das selber sage, Pressesammlung, die darauf resultiert, dass es hier über viele Jahrzehnte eine sehr intensive Zeitungsauswertung zu Ostmitteleuropa gab. Das ist eine kleine Einschränkung, die ich jetzt auch nach den vorhergehenden Beiträgen machen möchte. Das Herder-Institut beschäftigt sich ja speziell mit Ostmitteleuropa, das heißt Polen, Tschechien, der Slowakei und den baltischen Ländern. Und dies gilt natürlich auch
für die Bestände, also dies gilt natürlich auch für die Bestände, die wir hier als Zeitungssammlung haben. Wir unterteilen diese Bestände oder diese Sammlung in zwei Teile. Wir haben zum einen eine Zeitungssammlung, die rund 700 unterschiedliche Zeitungstitel umfasst, aus Ostmitteleuropa, aber natürlich auch in Auswahl aus Westeuropa. Diese sind komplett in der Zeitschriftendatenbank sehr sorgfältig nachgewiesen. Rein räumlich oder rein physisch ist das ein nicht zu vernachlässigender Bestand von etwa 1,5 Regalkilometern. Und eine Besonderheit dieses Bestandes ist sicherlich, dass wir hier viele seltene regional-konfessionelle oder Minderheitenzeitungen haben, die eben in dem nicht zu dem allgemeinen Angebot gehören, das man gerade auch bei den kommerziellen Anbietern vielleicht findet. Interessant war, dass wir jüngst eine Stichprobe bezüglich unserer polnischen Zeitung gemacht haben und dabei haben wir festgestellt, ich wurde gerade darauf hingewiesen, dass ich vergessen habe, meine Präsentation zu starten. Das ist natürlich ein ich hoffe, dass sie jetzt sichtbar ist. Entschuldigung, das ist das, wenn man versucht, etwas gut zu machen. Du müsstest einfach unten den Bildschirm freigeben. Genau, das mache ich und dann wird mir ein zweiter Bildschirm angezeigt von Zoom der Uni Zürich. Okay. Und da muss ich offenbar, Entschuldigung, dass ich das nicht vorher gemerkt habe. Daran scheitert es jetzt gerade im Moment bei mir. Jürgen, ich habe deine Präsentation jetzt auch offen. Wenn du einfach ja, immer nur einen kurzen Nick gibst, dann würde ich quasi klicken. Das wäre lieb von dir, wenn du das machen würdest. Sehen die jetzt schon alle? Ja. Also ich kann sie sehen. Mhm. Dann muss ich bloß noch mal gucken, wie ich sie jetzt hier... So. Genau. Und ja, hier wären wir dann, jetzt haben Sie auch das Bild zum Ton. Ich hatte gesprochen über die Zeitungssammlung und wollte gerade darauf eingehen, dass wir bei einer Stichprobe zu polnischen Zeitungen in unserem Bestand festgestellt haben, dass etwa 70-80% davon laut ZDB ein unikaler Bestand sind. Sophia, wenn du weiterklicken könntest. Ein zweiter Teil unseres Bestandes in der Pressesammlung besteht aus einem Presseausschnittarchiv. Hier haben wir mehr als 5 Millionen Presseausschnitte. Diese stammen in der Regel aus den 1950er bis 1990er Jahren und sie umfassen zu Dossiers zu Personen, Orten und Themen, zum Beispiel mehr als 200.000 Dossiers zu Personen des öffentlichen Lebens. Man kann dazu sagen, dass diese Ausschnitte allesamt intellektuell von Menschen, die auch der jeweiligen Sprachen mächtig waren, erschlossen wurden, sodass hier durchaus ein relativ großer intellektueller Aufwand investiert wurde. Und diejenigen, die diese Dossiers nutzen, sind in der Regel sehr mit der Relevanz dieser Sammlung zufrieden. Man kann feststellen, dass es sich hierbei um einen in dieser Form und diesem Umfang in Deutschland einzigartige Dokumentation des Experiments Sozialismus in Ostmitteleuropa handelt. Vor diesem Hintergrund haben wir 2018 ein Projekt zur Retrodigitalisierung der Zeitungsausschnitte begonnen. Eine Besonderheit dabei ist, dass wir versuchen, diese komplett mit Normdaten der gemeinsamen Normdatei zu erschließen. Sophia, wärst du so lieb und würdest weiterklicken? Nun stürzen wir aber bei unseren Bemühungen auf eine ganze Reihe von Hürden, auf die ich hier kurz eingehen möchte. Das erste, und das ist für unsere Zeitungssammlung, die ab 1950 etwa entstanden ist, von Belang. Es ist mittlerweile nahezu unumstritten, dass Zeitungsartikel unter urheberrechtlichem Schutz stehen. Hierzu gab es ein ganz entscheidendes Urteil aus dem Jahre 2004, der Zeitungsartikel in der Regel eine solche Schöpfungstiefe
zubilligte, dass man eben davon ausgehen kann, dass ein Zeitungsartikel urheberrechtlich geschützt ist, was den Text betrifft. Dies betrifft aber nicht nur den eigentlichen Text, sondern auch Fotos, Karikaturen oder Grafiken sind in der Regel urheberrechtlich geschützt. Das heißt, wir können Zeitungsartikel nicht einfach digitalisieren und ins Netz stellen, weil wir damit gegen urheberrechtliche Vorschriften verstoßen würden. Und ja, Sophia, wenn du nochmal wieder klicken würdest, das ist tatsächlich das, was ich jetzt sagen wollte. Eine Digitalisierung dieser Bestände wäre technisch durchaus möglich, ist rechtlich aber schwierig bis unmöglich. Ich hatte bereits gesagt, hier können wir von gleichen urheberrechtlichen Bestimmungen wie bei anderen Druckwerken ausgehen. Das heißt, der Schutz besteht bis 70 Jahre nach Tod des Verfassers, der Verfasserin. Wenn wir anonyme Beiträge haben, können wir vom Veröffentlichungsdatum ausgehen. Aber da liegen wir mit unserer Sammlung auch ab 1950 weit in der Zeit, wo das Urheberrecht noch gilt. Und wir stoßen dabei natürlich, wenn wir das versuchen würden, hier eine Rechteklärung vorzunehmen, einfach darauf, dass die Zahl von Autoren bei Zeitungen so groß ist, dass eine wirkliche urheberrechtliche Einzelfallklärung fast unmöglich ist. Sophia, wärst du so lieb? Eine Möglichkeit, dies zu lösen, wäre, wenn man Zeitungen als sogenannte vergriffene Werke bezeichnet. Davon ist auszugehen. Tatsächlich ist eine Zeitung in der Regel ja schon am Tag nach ihrem Erscheinen ein fast vergriffenes Werk. Für solche vergriffene Werke gibt es seit einiger Zeit Regelungen, die es ermöglichen, aufgrund von Vereinbarungen mit den Verwertungsgesellschaften Digitalisierungen vorzunehmen, dafür eine Pauschale zu entrichten und sozusagen bei dem Online-Stellen von Digitalisaten auf der sicheren Seite zu sein. Hier ist leider die nächste größere Hürde, auf die wir stoßen, nämlich, dass das Gesetz sich zwar auch auf Zeitungen oder Zeitschriften erstreckt, es derzeit aber keinen Rahmenvertrag für Zeitungen gibt. Der Rahmenvertrag erstreckt sich ausschließlich auf Monographien. Wir könnten dann weitergehen. Sophia, vielen Dank. Und nun werden Sie sagen, das ist ja schade, dass man in Marburg diese Dinge nicht online stellen kann, aber wir können sie ja anderweitig nutzen. Und hier stoßen wir dann auf die dritte Hürde, auf die seit dem 1. März 2018 besteht. In diesem Jahr oder zu diesem Datum trat das Urheberrechtswissensgesellschaftsgesetz in Kraft, dessen Anliegen es war, das Urheberrecht an die Bedürfnisse der Wissensgesellschaft anzupassen. In vielen Bereichen ist dies gelungen. Leider müssen wir jedoch konstatieren, dass bei Zeitungen im Grunde eine Verschlechterung der Situation eingetreten ist. So ist es zwar möglich, auf Einzelbestellungen an Nutzer zu nicht kommerziellen Zwecken Vervielfältigung von bis zu 10% eines erschienenen Werkes herzustellen, sowie einzelne Beiträge, die in Fachzeitschriften oder wissenschaftlichen Zeitschriften erschienen sind. Dies gilt aber nicht für Zeitungen und für sogenannte Kiosk- oder Publikationszeitschriften. Diese dürfen wir seit dem 1. März 2018 nicht mehr vervielfältigen, also kopieren und scannen und an Nutzerinnen und Nutzer übermitteln. Das ist in der Tat ein großes Problem. Und auch Projekte, wie sie zum Beispiel am Institut für Moderne Kunst in Nürnberg, das sich für sehr könntest du wieder zurück? Ich war schon so weit, ja. Stoßen hier auf ganz große Probleme. Ich wollte dieses nur ganz kurz hier einen Ausschnitt vorführen aus dem Verbundkatalog des Südwestverbundes, weil hier in diesem Nürnberger Projekt etwas entstanden ist, was aus meiner Sicht fast einmalig ist. In Nürnberg wurden Zeitungsartikel digitalisiert und erschlossen und man hat es geschafft, diese Nachweise in den Katalog des Südwestdeutschen Bibliotheksverbundes zu bringen.
Darüber können Sie sich auf der Webseite des Instituts für moderne Kunst sehr schön informieren. Dies ist aus meiner Sicht ein wunderbares Angebot. Leider stößt es aber auch wiederum auf das Problem, dass Sie diese Dinge nicht quasi per Fernleihe in Nürnberg bestellen könnten. Und Sophia, wenn du jetzt zur letzten Folie wechseln würdest, du hattest in deiner Einleitung so schön von Licht ins Dunkel bringen gesprochen und ich habe dieses Bild ein bisschen aufgegriffen mit meiner letzten Folie mit der Überschrift Licht am Ende des Tunnels. Das ist eine relativ neue Entwicklung, über die ich hier berichten darf. Es ist so, dass der deutsche Gesetzgeber eine EU-Direktive oder eine EU-Richtlinie, nämlich The Directive on Copyright and the Digital Single Market, umsetzen muss, und zwar bis zum 7. Juni 2021. Hier gibt es zwei Entwürfe bereits aus dem Bundesjustizministerium, die aber leider an der derzeitigen Situation nicht wirklich etwas ändern würden. Daraufhin hat der Deutsche Bibliotheksverband eine Stellungnahme abgegeben und ein ganz zentraler und wirklich der erste Punkt dieser Stellungnahme ist die Forderung, dass der Kopienversand von Zeitungen und Zeitschriften erlaubt sein soll und erlaubt sein muss. Ich glaube, dass die Argumentation dieser Stellungnahme sehr eindrücklich ist. Ich würde das am Ende gerne noch einmal kurz aufgreifen. Für die zeithistorische Forschung sind Zeitungen eine wirklich enorm wichtige Quelle. Und es ist unheimlich schade aus meiner Sicht, dass wir nicht nur hier natürlich in unserer Bibliothek, sondern auch in anderen Bibliotheken diese Materialien gesammelt haben mit Steuergeldern und im Moment im Grunde verhindert wird, dass wir diese zugänglich machen können. Insofern müssen wir hoffen und ich überlege selbst, wie wir als Herder-Institut da in irgendeiner Weise noch tätig werden können, um in diese Umsetzung oder in diese Novelle des deutschen Urheberrechts eben eine solche Ausnahmeregelung für den Kopienversand von Zeitungen und Zeitschriften, also Publikumszeitschriften, einzubringen. Damit käme ich zum Ende meiner Ausführung, hoffe, dass Sie das jetzt nicht allzu negativ gestimmt hat und bedanke mich sehr für das Gehör und ich bin gespannt auf die Diskussion.